Guten Morgen, wie ihr seht, sehe ich noch total verschlafen aus, habe noch meine Schlafsachen an und mir die Haare gerade gewaschen. Aber ja, ich mache mich gleich in Ruhe fertig. Ich habe mir gedacht. Hallo! 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 Ich habe mir gedacht, ich habe schon voll lange kein Follow Me Around mehr gedreht und heute ist ein Tag, wo ich mich mal wieder gut fühle. Sonst hätte sich das gar nicht gelohnt, weil ich mich immer schlecht gefühlt habe und eigentlich Dennis sich nur um Leon gekümmert hat und um den Haushalt und ich nur auf der Couch gelegen habe oder im Bett gelegen habe. Aber jetzt geht es mir gut und dann habe ich mir gedacht, kann ich euch ja mitnehmen. Heute ist der 4. Advent. Heute haben wir mal wieder zusammen gefrühstückt und die Brötchen, die ich gemacht habe, die sind irgendwie nicht so gut aufgegangen wie sonst. Aber ich verlinke euch mal das Rezept, die sind echt total lecker und da empfehle ich euch auf jeden Fall so einen Esslöffel Essig mit reinzumachen, damit die nicht so stark nach Hefe schmecken. Ansonsten schmecken die total stark nach Hefe und Essig neutralisiert so ein bisschen. Also ich habe so einen Esslöffel Essig da reingemacht und das schmeckt ihr auch gar nicht. Ja, das verlinke ich euch unten in die Infobox, also alles, was ich dann so koche heute. Und heute kommt noch mal ein bisschen Familienbesuch, weil Leon ja Geburtstag hatte letzten Sonntag. Da kamen seine ganzen Freunde und jetzt den Sonntag kommt die ganze Familie. Und ja, und dann feiern wir seinen Geburtstag nach und da mache ich jetzt keinen Kaffee und Kuchen, weil ich da keinen Bock drauf habe, weil ich den irgendwie nicht mehr sehen kann, Kaffee und Kuchen. Deswegen mache ich da Lasagne für uns alle und einen Nachtisch und so. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, nehme ich euch einfach mal mit, je nachdem, was da so bei rauskommt. Entweder wird es langweilig oder halt auch nicht. Und Leon steht in seiner neuen IKEA-Küche. Ich zeige euch die mal. Ich habe das auch alles aufgenommen, wie wir die gemacht haben. Wir haben die etwas aufgepimpt. Und da habe ich eigentlich Schritt für Schritt alles aufgenommen. Das muss ich halt irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, alles bearbeiten. Das ist die IKEA-Küche. Ich blende euch mal kurz ein, wie die vorher aussah. Also wie die aussieht, wenn ihr die normal kauft. Hausschuh. Hausschuh. Was ist du? Hausschuh. Ist da ein Handschuh drin? Ja. Er klaut sich immer meine Einweghandschuhe. Ja, und dann haben wir es halt ein bisschen angesprüht und ein paar Sachen dran gemacht. Und wie wir das gemacht haben, das zeige ich euch dann aber nochmal genau. Und hier... Das Telefon, das ist ein echtes Telefon. Das ist so geil. Er steht da total drauf auf dieses Telefon. Das habe ich extra für ihn bestellt, weil es nur 10 Euro gekostet hat. Und das viel schöner aussah wie die Kindertelefone, die man aufhängen konnte. Und hier hinten ist eine Tafel. Tafel. Eine Tafel, genau. Tafel. Eine Tafel. Ja, auf jeden Fall zeige ich euch das. Ich denke mal, das werde ich dann auch noch mal die Tage auf jeden Fall bearbeiten. Dauert halt immer ein bisschen länger, sowas. Aber schwer war es auf keinen Fall. Jetzt wieder Hunger, den machen wir jetzt erstmal einen Zwischendurch-Snack. Da kriegt er immer so einen Joghurt, weil wir ja nachher warm essen, wenn, ja, wenn er geschlafen hat. Einmal so ein Naturjoghurt. Ein ganz klein bisschen Honig. Und das vermische ich dann. Und dann kriegt er sein so Kindermüsli von den frechen Freunden. Das vermische ich auch. Und dann kommt hier noch so, ja, das Obst von DM. I like.
die Mama macht sich unfertig. Lecker. So, ich habe mich jetzt fertig geschminkt, aber ihr seht, ich habe immer noch einen Strubbelkopf. Aber ist egal, das mache ich später. Ich will jetzt Essen machen. Aber vorher muss ich halt noch meine ganzen Pinsel und so reinigen. Ich gucke eigentlich, dass ich das jeden Sonntag mache. Ich schaffe es nicht jeden Sonntag, aber ich mache es trotzdem. Also ich versuche es trotzdem halt. Aber das sind jetzt nicht viele Pinsel, die ich in Gebrauch hatte. Ich nehme einmal hier für meinen Ebelin Schwamm, damit ich den jetzt nicht immer so oft in die Wäsche schmeißen muss, nehme ich meistens hier so von Denk mit so eine Reisetube. Damit mache ich den immer sauber. Und für den Schwamm, also für den Beauty Blender und für die ganzen Pinsel nehme ich immer Baby Shampoo. Das ist jetzt das von Baby Dream von Rossmann. Ja, damit mache ich die, kriege ich die auch richtig gut sauber und dann stelle ich, also dann lege ich die irgendwo an so einer Fläche hin, wo die dann halt vernünftig trocknen können. Und dann kann ich den nächsten Tag wieder frisch benutzen. Also das mache ich eigentlich, ja, so ich gucke, dass ich das einmal die Woche mache, so meistens sonntags, wenn ich Zeit habe. Lasagne ist im Ofen. Ich habe jetzt erstmal zwei reingemacht und dann gleich kommt noch die dritte, weil ich denke mal, jeder kann erstmal eine Portion essen und in der Zeit ist die andere Lasagne dann im Backofen. Wir haben jetzt soweit auch alles hier wieder aufgeräumt. Die Küche ist wieder sauber. Und ja, jetzt warten wir auf meine Family, dann kann Leon seine Geschenke auspacken. Das ist immer voll schön zu sehen, wie der sich freut über die Geschenke. Ich liebe Geschenke. Ich liebe das auch total, wenn ich Geburtstag habe und dann die ganzen Geschenke auspacken kann. Ja, macht er dann und danach essen wir und dann gibt es Nachtisch, den ich jetzt gleich noch zu Ende vorbereiten muss. Und dann essen wir und dann gehen die irgendwann auch wieder. Und dann haben wir noch einen schönen Sonntagabend, hoffentlich einen ruhigen. Und ich glaube nicht, dass die vor 6 Uhr gehen. Dann hätte ich nämlich gesagt, danach könnte man auf den Weihnachtsmarkt. Aber nee, ich glaube nicht, dass die das machen. Ja. War sonst noch irgendwas? Ach ja, was ich noch fragen wollte, weil ich bin ja echt Hammer begeistert. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Begeistert. Ich freue mich total darüber, dass... Oh, die ersten Gäste schnell. Ich fange später nochmal mit euch.
Die Gäste sind jetzt weg und jetzt habe ich unten mal ein bisschen aufgeräumt. Ich habe die ganzen Spielzeuge, die zu viel waren, weil er jetzt so viel geschenkt bekommen hat. Obwohl, so viel hat er nicht geschenkt bekommen, aber große Teile hat er geschenkt bekommen. Und damit da Platz ist, habe ich die meisten Sachen, die unten waren, jetzt erstmal nach oben geräumt. Und jetzt muss ich da nachher mal ein bisschen aufräumen, also jetzt gleich. Hier seine Totut-Sachen wollte ich gleich mal aufbauen, weil das war vorher unten im Wohnzimmer. Und hier habe ich noch so Stofftiere und sowas. Das braucht er unten ja nicht im Wohnzimmer. Und das werde ich jetzt einfach mal so zusammenbauen. Dann hat er das hier. Und ich habe noch ein paar Sachen. Anna, die Tante Anna ist schon wieder zu Hause. Ja. Das mache ich jetzt. In der Zeit macht Dennis Leon Bett fertig. Und ich habe echt gemerkt, ich habe jetzt zu lange gestanden, obwohl ich jetzt eigentlich gar nicht so, obwohl doch beim Kochen jetzt stand ich die ganze Zeit. Das ist voll anstrengend. Also ich kann nicht lange sitzen an einer Stelle und nicht lange laufen, also stehen, genau. Wenn ich in Bewegung bin, so laufen, klappt eigentlich, aber das mache ich ja auch jetzt nicht besonders lang. Aber ich bewege mich schon jeden Tag regelmäßig, weil ich muss diesen Ausgleich finden. Wenn ich diese 8 Stunden sitze, ich momentan nur in der Kasse. Das tut so weh. Ich merke nach ungefähr 4-5 Stunden, also nach 4 Stunden merke ich so ein Kribbeln in den Beinen. Und das kenne ich nicht von mir. Ich meine, ich bin diese Kassenarbeit auch nicht gewohnt. Ich bin oft im Laden und ab und zu mal in der Kasse. Also ich springe dann immer so hin und her, da wo ich arbeite. Aber jetzt, wo ich schwanger bin, können die nichts mit mir anfangen. Ja, es ist zwar traurig, aber die können nichts mit mir anfangen im Laden. Und ja, meine Chefin hat gesagt, ich soll mir ein Berufsverbot geben lassen, aber das ist heutzutage nicht so einfach. Und ja, ich merke dann nach ein paar Stunden, nachdem meine Beine anfangen zu kribbeln und weh zu tun, 1 Stunde später, habe ich wie ein Muskelkater im Bauch. Und das habe ich jetzt auch gerade, weil ich zu viel gestanden habe. Und ich gehe morgen auf jeden Fall zum Arzt. Ich habe zwar erst den Termin in einer Woche, aber ich habe morgen frei und ich... Zähneputzen. Leon will momentan überhaupt nicht mehr schlafen. Leon ist total übermüdet und deswegen ist er auch so knatschig. Will nicht ins Bett gehen, aber dabei ist er total müde. Das ja, ist momentan sehr oft so, dass er dann anfängt zu weinen, weil er nicht ins Bett möchte. Dann liegt er aber im Bett und sobald er liegt, schläft er dann auch ein. Aber erstmal die Überwindung, dass er ins Bett muss, ist sehr schlimm für ihn. Naja, auf jeden Fall, wo ich stehen geblieben bin, wegen Frauenarzt, genau. Eigentlich habe ich erst in einer Woche den Termin, aber ich halte diese Schmerzen einfach nicht aus in der Kasse. Ich merke so wirklich nach 8 Stunden, dass ich einfach nur froh bin, dass ich nach Hause komme. Und dann muss ich mich erstmal eine Weile hinlegen. Und ich finde, das sollte eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Das hatte ich beim Leon erst in der 22. Woche, diese Schmerzen. Und da habe ich ein Teilzeitberufsverbot bekommen. Und jetzt wollte ich mit meiner Ärztin sprechen, ob das irgendwie machbar wäre, weil ich halte das nicht aus. Ich habe damals beim Leon, war ich kurz davor, mich runterstufen zu lassen. Und dann hat der Dennis gesagt, das geht gar nicht. Wir gehen zum Arzt und lassen dir ein Berufsverbot geben. Und da konnte meine Ärztin mir das nicht ausstellen. Die hat gesagt, das kann die nicht. Obwohl ich weiß, dass sie das können. Aber die machen das halt nicht gerne. Verstehe ich auch. Nur weil jemand sagt, der hat Schmerzen, heißt das ja noch nicht viel. Aber ich habe wirklich Schmerzen. Und ich sage auch immer, wo ich arbeite. Ich habe ja auch direkt gesagt, wo ich arbeite. Und wenn man das Unternehmen hört, dann weiß man, das hat viel mit Leistung und Stress zu tun. Und ja, und dann hat sie gesagt, okay, sie kann mir höchstens ein Teilzeitberufsverbot geben. Aber mehr kann sie mir nicht geben. Hallo! Aber mehr kann sie mir nicht geben, deswegen hat sie mir damals nur Teilzeitberufsverbot gegeben. War ich auch voll okay, zufrieden mit. Ich habe auch bis zum Ende dann noch gearbeitet. Halt, ich durfte nur nicht mehr als 4 Stunden arbeiten. Aber darauf werde ich dann genauer eingehen in dem nächsten Update. Ja, auf jeden Fall habe ich vor, morgen... Hallo! Hallo! Morgen zum Arzt zu gehen, weil ich das nicht aushalte. Das tut richtig weh im Unterbauch. So einen richtigen Druck. Ja, rufst du die Oma an? Ja. Ja, rufst du die Oma an? Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich so viel mitgefilmt habe. Irgendwie war ich die ganze Zeit nur in der Küche und habe da was gekocht. Und so viel habe ich gar nicht mehr. Du musst zum Friseur. Mama. Ja? Du musst mal wieder zum Friseur. Wir waren schon vor lange nicht mehr, ne? Mein Papa geht jetzt, ne? Ja. Ja. Küche. Was ist das? Küche. Bitte? Küche. Eine Küche? Da. Nee, das ist keine Küche. Das ist eine Kamera, Leon. Kamera.
Kamera. Leon. Da, der Leon. Genau. Hammer. Ja. Ja, auf jeden Fall baue ich das jetzt hier noch eben auf. Und dann geht Leon jetzt auch ins Bett, ne? Gehst du gleich ins Bett, okay? Mama, nein. Und dann sprechen wir uns noch. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Wäsche schon mal zusammengesucht. Das ist dreckige Wäsche. Die stelle ich immer hier im Flur hin. Habe die gesammelt aus allen Zimmern. Badezimmer, Schlafzimmer und Kinderzimmer. Und Dennis trägt die dann runter. Da ich das ja momentan halt nicht so schaffe. Die Wäsche müsste ich noch wegsortieren, aber das mache ich morgen früh, glaube ich. Habe ich jetzt keine Kraft zu. Und da ist auch noch Wäsche, die muss auch noch weggemacht werden. Und hier sind noch Jacken, die ich aussortiert habe. Die kommen auch wieder in den Schrank von Leon. Irgendwas wollte ich machen. Ja, jetzt. Da bin ich. Jetzt bin ich am Überlegen, wie ich Fotos machen kann von meinem Bauch. Ach, da seht ihr auch Fotos vom Leon, wie ich mit dem Leon schwanger war. Mein Bauch. Oh, ich sah richtig mega aus. Da haben mich schon viele gefragt, ob ich nicht Zwillinge kriege. Also vielleicht, weil die mich so gar nicht kannten, weil ich vorher mal sehr, sehr schlank war. Und da, das Licht, ja. Und da dann auf einmal nicht. Jetzt bin ich am Überlegen, ich habe noch gar kein Bauchbild gemacht. Also klar habe ich euch mal meinen Bauch gezeigt oder so, aber jetzt nicht für euch, sondern für mich, für die Zukunft, wie ich das dann halt festhalte. Eigentlich wollte ich schon viel eher damit anfangen. Ich habe einmal ein Bauchbild gemacht, da wusste ich noch nicht, dass ich schwanger war, da habe ich das einfach fotografiert, um so einen Vorher-Effekt zu haben, wie ich vorher aussah. Obwohl er da schon leicht aufgebläht war, das war 2 Tage, bevor ich ins Krankenhaus gekommen bin, wegen dem Wasser, was ich im Bauch hatte. Und jetzt bin ich am Überlegen, wo ich mich immer hinstelle, um meinen Bauch zu zeigen. Weil beim Leon, das war nicht so, irgendwie ist das Licht komisch, ne? Beim Leon war das nie so optimal irgendwie. Ich habe mich ja einfach immer an derselben Stelle hingestellt, aber ich hatte immer was anderes an. Und ich möchte jetzt gerne immer dasselbe anziehen. Und ich bin jetzt am Überlegen, was ich da anziehe. Und außer so eine Jogginghose und... ein Oberteil findet sich ja schnell, aber ich muss mal gucken, dass ich irgendwie eine Hose finde, die nicht ganz so gammelig aussieht und die ich aber auch noch anziehen kann, wenn ich, weiß ich nicht, in der 37. Woche bin oder was auch immer oder in der 40., je nachdem, wie weit ich dann komme, hoffentlich, ne? Ja, und jetzt bin ich am Überlegen, weil jetzt muss ich mal langsam anfangen. Ich bin jetzt in der 12. Woche. Wäre schon gut, wenn man da mal so lange mal anfängt, ne? Der Bauch ist ja schon da. Kann man das so sehen? Wartet. Ich hab so, ne? Schwarz macht schlank, aber irgendwie hier nicht. Aber mir passen noch meine ganzen Hosen. Damals musste ich schon in der wievielten Woche musste ich schon neue Hosen kaufen. Ach, da habe ich gerade erfahren, dass ich schwanger war. Nee, in der 8. oder in der 10. Woche. In der 10. Woche habe ich mir neue Hosen gekauft. Aber das lag auch daran, weil ich damals wirklich XS-Hosen hatte. Also ich war mega dünn, also weil ich auch so viel Stress immer auf der Arbeit hatte. Und kaum Zeit zum Essen hatte, obwohl ich viel gegessen habe. Aber wenn ich frei hatte, dann halt. Und ich hatte nicht viel frei. Nee, aber ich war wirklich mega, mega, mega dünn. Und deswegen haben mir da sehr schnell die Sachen nicht mehr gepasst, weil ich auch sehr schnell zugenommen habe beim Leon. Ja, aber jetzt bin ich am Überlegen, was ich mir eine Hose anziehe. Okay. Ansonsten, wenn ich euch gleich noch was zu erzählen. Ich habe noch voll viele Sachen immer gehabt, wo ich mir gedacht habe, da möchte ich noch mit euch drüber sprechen. Kann ich in einem Follow Me Around ja mal machen. Aber irgendwie fällt mir jetzt gerade so nichts ein. Ach ja, stimmt, das wollte ich ja erzählen. Aber dann wurde ich unterbrochen. Und zwar habe ich mich mega gefreut darüber, dass ich jetzt schon so viele Abonnenten habe. Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also ich habe mich, habe ich ja damals, glaube ich, schon mal gesagt, schon mega gefreut, als ich auf einmal 10 Abonnenten hatte. Obwohl ich es nur 6 Mädels gesagt habe damals, dass ich YouTube mache. Also 6 meiner engsten Freunden habe ich das erzählt, dass die das auch nicht weitererzählen und bla bla bla. Die haben das dann auch für sich behalten und ja, und die hatten mich natürlich abonniert, ich habe die dazu genötigt, nein, doch habe ich. Und dann habe ich mich voll gefreut, dass ich halt auf einmal 10 Abonnenten hatte. Das hieß, ich habe 4 fremde Leute, die sich dafür interessieren, was ich dann halt so zu berichten habe und so. Und jetzt auf einmal habe ich 5000
ich weiß gar nicht, wie viel war das jetzt? 5.525 habe ich gerade gesehen. Oder wenn er? Ja, 5.525. Und das ist eine mega krasse Zahl, wenn man sich das mal so überlegt, dass die Leute so sich für einen interessieren oder irgendwie, was man da gerade gemacht hat. Also viele sind ja Thermomixer unter euch und da wird das Video, das bearbeite ich jetzt diese Woche noch. Also die Woche, die jetzt kommt, werde ich das bearbeiten und dann wird das zum Wochenende hin hochgeladen. Dennis hat Licht ausgemacht. Machst du das Licht bitte wieder an? Ich muss noch runter. Ich habe noch Hunger. Auf jeden Fall habe ich mir da gedacht, dass ich da mal so ein Frage-Antworten-Video oder sowas mache. Vielleicht interessiert euch das ja, viele haben auch schon danach gefragt, ob ich nicht mal so ein Frage-Antworten-Video machen kann, weil so viel wisst ihr ja noch nicht von mir, obwohl ich, ja, ich zeige schon viel oder ich sage schon viel, erzähle viel von mir. Aber falls ihr mal so Fragen habt oder so, könnt ihr die gerne hier unter diesem Video stellen. Wenn ihr jetzt bis hierhin noch geguckt habt und angemacht, also ne, laufen lassen habt, dann könnt ihr die gerne hier unter diesem Video stellen, die Fragen. Und auf Instagram werde ich auch nochmal so einen Aufruf starten, dass ihr mir Fragen stellen könnt. Und dann werde ich zum nächsten Wochenende hin, wenn ich da mal ein paar Minuten, obwohl das Weihnachten, ne? Naja, auf jeden Fall bin ich da aber fertig gemacht, brauche ich mir nie extra zurecht machen, das ist schon mal ganz gut. Und dann nehme ich mir die Stunde und setze mich mal da oben hin und dann kann ich eure Fragen ja beantworten. Und wann ich das Video bearbeite, weiß ich da nicht, also hochlade, weiß ich da nicht, aber zumindest, dass ich das dann schon mal fertig habe. Also könnt ihr mir gerne hier eure Fragen reinschreiben und dann versuche ich euch die natürlich zu beantworten, wenn es normale Fragen sind. Also warum nicht, ne? Ich möchte, glaube ich, noch was essen. Und wir haben doch noch gar nicht so spät. Du gehst jetzt schon ins Bett? Ja, ich guck noch. Den Tisch und die Stühle hat Leon von meinen Eltern heute bekommen. Da hat er außer Stühlerücken noch nicht wirklich viel gemacht. Aber das kommt noch, denke ich mal. Und die finde ich total schön. Die habe ich mir auch gewünscht von meinen Eltern. Eigentlich nur, habe ich gesagt, zwei Stühle reichen, aber wegen der Schwangerschaft jetzt aktuell haben die dann einfach gesagt, komm, dann holen wir drei, dann hat später jeder einen Stuhl, fand ich voll süß. Und Highlight war heute auf jeden Fall dieser Riesenmüllwagen, also der ist wirklich mega groß, der steht ab 3 Jahre oder so geeignet, aber der kam jetzt super gut an und Leon hat da jetzt ganz viel Obst drinne versteckt, also sein Spielzeugobst und seine Bohrmaschine. Ich habe jetzt Fotos gemacht, die sind total schrecklich geworden. Ich hasse gestellte Fotos, ich hasse das, ich mache das nicht gerne. Sowas muss immer spontan kommen und boah, ich habe das echt nicht hingekriegt. Ich glaube, ich mache das so wie beim Leon wieder, einfach nur den Bauch fotografieren, Nahaufnahme und nicht meinen ganzen Körper. Das ist total schrecklich geworden jetzt. Ich weiß nicht, wie ich vernünftige Fotos kriegen soll. Also so Wachsbilder halt, ne? Ich werde zum Ende hin, wenn wir ja wieder beim Fotografen Fotos machen lassen, aber das ist jetzt echt schwer mit dem, ja, dass das alles einheitlich aussieht. Ich werde jetzt auf jeden Fall zwei Fake-Fruchtzwerge essen und ich habe mir hier, das ist noch von dem Nachtisch, ich habe dieses Spaghetti als Dessert gemacht, das kann ich euch ja wieder unten verlinken. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr keinen Thermomix habt. Dann habt ihr eine normale Küchenmaschine oder irgendwas, womit ihr die Sahne aufschlagen könnt. Das braucht ihr eigentlich nur. Und den Pudding könnt ihr auch auf dem Herd kochen. Braucht ihr einfach nur umwandeln. Also ihr braucht wirklich keinen Thermomix dafür, weil viele sprechen mich dann immer an und sagen, boah, kannst du nicht mal andere Rezepte verlinken oder irgendwie so, nicht immer nur Thermomix-Videos, Thermomix-Rezepte, aber die kann man alle umwandeln. Und ja, da hatte ich noch von der Erdbeersoße hatte ich noch total viel übrig und das habe ich mir jetzt mit Mineralwasser aufgefüllt und das trinke ich jetzt. Mmh. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich noch eine Folge Desperate Housewives gucken soll, aber ich weiß nicht, das macht mich dann so süchtig. Wenn ich eine Folge geguckt habe, dann will ich direkt die zweite Folge wieder gucken. Und dann komme ich nicht ins Bett. Und das ist dann auch voll doof. Ich bin momentan, ich glaube, bei Staffel 5 oder so. Ich habe angefangen, als ich im Krankenhaus war. Da habe ich mir gedacht, boah, ich habe so Langeweile. Ich muss den ganzen Tag hier im Bett rumliegen. Hat mein Mann mir meinen Laptop mitgebracht. Und ich habe
die ganzen DVDs von meiner Freundin bekommen. Ich habe aber auch Amazon Prime hier und da kann ich das dann auch umsonst gucken. Aber die hat mir halt vorher die DVDs ausgeliehen, habe ich mir die alle angefangen anzugucken. Ich habe die vorher noch nie gesehen. Und die sind doch ganz schön interessant, wenn man da so einmal drin ist. Sonst kannte ich die mal so aus dem Fernsehen, habe ich mal eine Folge gesehen und so. Aber ist schon ganz interessant eigentlich. Ja. Bin am Überlegen, ob ich die gucken soll. Oder lieber nicht. Weiß ich nicht. Und meine Haare. Dicky. Ah, ich möchte euch noch was zeigen, bevor ich jetzt hier ganz verschwinde. Ich werde voll oft nach meiner Couch gefragt, weil die so schön groß ist und woher ich die habe. Warte, ich zeig die mal. Mit meinem Essen oben drauf. Die ist auch mega cool, aber ich muss euch was zeigen. Das ist mir auch so peinlich, wenn Leute hier reinkommen. Die ganze Couch ist toll und ich liebe meine beiden Katzen. Den da und die da hinten. Aber der da. Felix? Der da. Macht mir die schöne Couch kaputt. Oh mein Gott, guckt euch das mal an. Guckt euch das an. Und die Couch ist 1,5 Jahre alt. Wir haben, als wir hier eingezogen sind, vor 4 Jahren, uns eine günstige Couch gekauft, weil wir wussten, dass der sowas macht. Die hat nur 400 Euro gekostet, damals bei Roller oder so. Guckt euch das an, Leute. Das ist Gott sei Dank. Ich bin dankbar dafür, wirklich. Ist es nur hier, diese Ecke. Und hier. Und hier so ein bisschen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Habt ihr einen Tipp? Ich meine, ich habe mir jetzt so ein, vor längerer Zeit habe ich so einen Flusenschneider geholt, aber der kommt auch schon nicht mehr hinterher. Habt ihr einen Tipp, dass dieser Kater da nicht mehr dran geht? Ich habe ja hier keine Tür. Ich kann ihn ja nicht in einem Zimmer einsperren. Das geht nun mal bei Katzen nicht, dass ich ihn in ein kleines Zimmer einsperren kann. Wenn ich jetzt hier eine Tür hätte, könnte ich die Tür zumachen. Naja, auf jeden Fall hatte ich vorher eine günstige Couch. Und diese Couch hat aber auch nur, ich glaube, 2 Jahre gehalten. Und dann war die komplett Schrott, weil das war so eine diese Rückenlehne und so, das war aus Kunstleder, genau, und das hier unten war aus so einem Flechtmaterial, so ganz komisch, also es war richtig schrecklich und da dieses Flechtmaterial, da haben sich die Haare so verfangen, dass ich die noch nicht mal mehr mit dem Staubsauger rausgekriegt habe, das heißt, ich hatte hier alles voller Haare, ich kam mit den Decken, die ich schon darüber gemacht habe, gar nicht mehr hinterher, weil die Decken dann auch voll waren, ich habe auch versucht, den Katzen das zu verbieten, dass die auf die Couch kommen, das ging nicht, weil die das halt von früher gewohnt waren, ich habe die schon sehr lange, wie lange habe ich dich schon, Felix, wa? Oh, wie lange habe ich dich? Den Felix habe ich jetzt schon, seitdem ich meine erste Wohnung habe mit dem Dennis zusammen. Also ich bin von zu Hause ausgezogen, direkt mit dem Dennis zusammen. Und dann habe ich den Dicken gekriegt mit noch einer Katze, die leider dann nach ein paar Jahren verstorben ist, aus unerklärlichen Gründen. Die hatte, das wäre zu lange, wenn ich das hier erklären würde. Ich musste die irgendwann dann noch mit der Spritze füttern und so. Das war ganz, ganz schrecklich. Aber auf jeden Fall, waren die das ja gewohnt und die Katze habe ich seit, wo sind die? Da, die da hinten. Die habe ich seit, die habe ich auch noch in einer alten Wohnung geholt. Die habe ich dann geholt, als die andere gestorben ist, weil er dann nur gemauzt hat und einsam war und traurig war. Also seitdem wir hier wohnen und dann ein halbes Jahr vorher, 4,5 Jahre habe ich sie jetzt und ihn habe ich 7 Jahre, ich glaube 7 oder 8 Jahre habe ich ihn schon. Ja, auf jeden Fall waren die das schon gewohnt, dass die auf der Couch gehen und den konnte ich das leider nicht verbieten. Und diese Couch hat, wie gesagt, die alte Couch hat dann nur 2 Jahre überlebt. Und dann sah die so schrecklich sperrmüllmäßig aus, das war mir so peinlich. Jeder, der hier reinkam, hat gesagt, was ist das denn? Und dann, als es anfing, dass ich Babybesuch bekommen habe, ich glaube, denen war das, also mir war es total peinlich. Die wollten ja ihre Babys auch nicht auf die Couch legen. Ne? Und ich wollte mein Baby da auch nicht mehr drauflegen. Ich habe da 2000 Decken dann draufgepackt, aber das war einfach doof. Und deswegen habe ich halt diese Couch dann, wollte ich unbedingt haben. Und die war nicht so günstig. Und da tut das wirklich total weh, wenn man dann diese Ecke sieht. Und alle, die jetzt reinkommen, sagen dann auch, oh mein Gott, eure schöne Couch.
Ja, vielleicht habt ihr einen coolen Tipp. Ich meine, jetzt so viel retten kann man nicht mehr, aber dass sie es jetzt nicht noch schlimmer machen oder woanders dran gehen. Ich habe so ein Fernhaltespray geholt, das stinkt total, aber das hält die auch nicht davon fern. Und das Schlimme ist ja, die haben Kratzmöglichkeiten. Die haben hier diesen großen Kratzbaum. Könnt ihr das sehen? Hier diesen großen Kratzbaum. Da erneuern wir auch immer wieder dieses Sisalband, weil das ja auch irgendwann abgenutzt ist. Dann haben wir diese Ecke, weil da sind die nämlich auch immer dran gegangen. Da haben wir gesagt, komm, dann machen wir da so eine Ecke dran. Dann haben wir in der ersten Etage haben wir so ein Kratzteil, ne? Da wo sie dann halt dran kratzen können, da gehen die auch dran. Und dann haben wir am Dachboden auch nochmal so einen großen, einen so wie wir hier stehen haben, nur eine andere Farbe. Den haben wir aus der Wohnung halt mitgenommen. Und das kann ja nicht sein. Und die gehen auch noch raus, obwohl sie nicht raus sollten. Also ich habe immer Angst, dass sie überfahren werden oder so. Aber trotzdem machen die mir alles kaputt, ey. Das tut wirklich weh. Und ich liebe diese Katzen. Und ich werde die jetzt aus diesem Grund nicht abgeben. Die andere hat mir damals schon alles vollgepinkelt. Das hat sie jetzt Gott sei Dank sein gelassen, nachdem ich ein paar Sachen geändert habe. Ich hatte auf einmal überall nur noch Katzenpipi in der Nase. Das war Gott sei Dank in der Wohnung. Also hier hat sie es nicht mehr gemacht. Einmal, habe ich aber auch schon mal erwähnt, ne, dass es einmal gemacht hat, aber danach nie wieder, warum auch immer. Und ja, ich gebe die jetzt nicht ab, aber ich werde mir danach auch keine Katzen mehr anschaffen, weil das tut wirklich weh, ne, wenn da so viel kaputt gemacht wird. Und ich liebe diese Katzen so sehr. Dicky, warum machst du mir das denn immer kaputt? Hm? Bist du sauer auf mich? Sagt er nicht. Da. Hm? Du kleiner Zystenkopf. Der ist eine Zyste auf dem Kopf. Der Arme. Ja, ich habe jetzt wieder genug gequatscht. Ich hoffe, dieser Follow Me Around hat euch gefallen, dass ihr mal wieder einen neuen Einblick bekommen habt, jetzt, wie das jetzt momentan bei uns abläuft, obwohl heute ja wieder was Besonderes war. Wir hatten Besuch hier und da wurde ein bisschen was gekocht. Und das war es ja eigentlich auch ein bisschen vorbereitet. Aber jetzt nicht so viel wie letztes Wochenende, als der Kindergeburtstag hier war. Da war so viel. Boah. Ja, und da wollte ich auch noch ein extra Video zu machen. Eigentlich wollte ich ein Haul machen, ein Geburtstagshaul, was ich besorgt habe. Aber da es mir so schlecht ging, bis noch kurz vorm Geburtstag, 2 Tage vorher, konnte ich kein Haul mehr machen. Und deswegen mache ich so ein Geburtstagsvideo inklusive, was Leon geschenkt bekommen hat. Jetzt nicht, um damit zu zeigen, so, oh, das hat mein Sohn als Geschenk bekommen, weil so viel hat er nicht geschenkt bekommen. Aber nur, was man vielleicht so als Vorschlag mal nehmen kann für Geschenke, für Kinder in dem Alter, die 2 werden. Ja, das kann ich euch dann direkt in dem Video zeigen. Und dann sage ich euch auch, wo ich die Deko gekauft habe und sowas. Und dann mache ich aber auch noch ein extra Video von der Girlande, die ich gebastelt habe für Happy Birthday Leon. Das habe ich im letzten Jahr ja auch schon gemacht mit der Baby Mickey. Und dieses Jahr habe ich es ja mit der Sendung mit der Maus gemacht. Und das habe ich auch alles gefilmt. Das muss ich halt auch erst bearbeiten. So eine Videos sind immer so aufwendig, weil man so viel schneiden muss. Das mache ich dann, wenn ich Zeit habe. Ja. Dann bin ich durch mit Quatschen. Vorhin wusste ich nie, was ich sagen soll. Und jetzt quatsche ich in einer Tour. Okay, ich höre jetzt auf. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!